Moin Moin und herzlich willkommen zum dritten Unboxing, beziehungsweise dem Unboxing, das ich angekündigt habe, nachdem wir ja die letzten zwei Male so ein bisschen Kacke gehabt haben, habe ich mir gedacht, heute machst du mal ein ganz anderes Unboxing. Und zwar habe ich den Karton hier. Ich habe ihn sogar schon aufgemacht, weil ich so ein bisschen das Problem mit der Kameraeinstellung hatte. Die letzte fand ich nicht so glücklich, deswegen habe ich gedacht, mache ich das diesmal so. Ihr habt jetzt mein Wohnzimmer rückwand hier so ein bisschen mit meinem geilen Sofa im Hintergrund. Und ich möchte euch einfach zeigen, es ist die Sunrise, kann man das lesen? Sunrise Nature Co. in Tokio, Japan. Das Ding kommt aus Japan. Sushi Candy, the sweet taste of Japan. Ja, es ist eine Candy Box. Und wir machen die jetzt auf und ich hole die einzelnen Sachen raus. Ich guck mal, was es ist. Keine Ahnung. Man hat mir gesagt, es sind so, oder stand in der Beschreibung drin, erstmal etwas Papier. Was denn? Ach, geil. Da steht drauf, was da drin ist. Das dürft ihr natürlich noch nicht sehen. Wir gucken uns das jetzt nacheinander an. Handy weg. Mal gucken, was haben wir da? Einen Oktopus, der keiner, Jon ist Oktopus, keine Ahnung, der irgendwie so rumprügelt. Ja, kann ich nicht lesen, ist japanisch. Fühlt sich an wie so ein Reiscracker. Naja, okay. So, danach mal gucken, was da so drin ist. Was ist das? Das kenne ich. Hier, guck mal, kennst du das? Das muss man kennen. Das ist, das ist so ein Lutscher am Stiel. So ein Lolli. Und den kannst du, machst du mit Lüller dran. Und dann hast du hier so ein Pulver drin. Ach ja, hier. Jetzt klar, hier sieht man es auch. Ne? Gebrauchsanweisung. Cool. Wahrscheinlich irgendwie Sushi-Geschmack oder sowas. Das ist das Geile. Du kannst halt nichts lesen, weil es aus Japan kommt. Das fühlt sich an wie irgendwelche Reiscracker. Ja, keine Ahnung. Och, wie schön. Ein Fisch. Das ist wahrscheinlich so ein Schokofisch mit irgendwie, so ein Keks wahrscheinlich, der, ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Schoko. Ich habe auch überlegt, ob ich dazu noch einen Let's Eat mache, so ein Special. Da muss ich noch mal gucken, bin ich noch nicht ganz so sicher. Kann gut sein. Hier ist noch mal so ein... Hier, guck mal. Ja, der andere, der jetzt, der gleicht dem auch, ne? Also zwei solche Reiscracker wahrscheinlich. Oh, cool. Shin-chan, aber er kennt noch Shin-chan. Oh, wie cool. Shin-chan. Was ist das denn? Lord, sind das diese... Sag mir nicht, das sind diese Sterne, die der in dem Anime frisst. Wie geil ist das denn? Wenn das die Sterne sind, wäre mega fett. Ach du Scheiße, was ist... Oh, jetzt kommen wir zu den ekligen Sachen. Guck mal, was ist das denn? Seht ihr das? Alter, das ist so ein Sushi-Typi und... Oh, Scheiße. Mach dein Sushi selbst oder wie? Guck mal. Da packst du drauf, dann hast du ein Sushi und der auch. Oh Gott, das ist wahrscheinlich so ein Kack. Oh, weia. Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist ja jemand reingekackt. Guck mal, was ist das? Das ist so ein Reis... Garantiert ist das so ein Reis... Ja, das ist so ein Reisplättchen. Das kann man sehen. Guck mal, wenn er da mal genau guckt, kann man das erkennen. Da seht ihr so ein leicht... Das ist so ein Reisbällchen, aber keine Ahnung, was für ein Geschmack. Wobei... Reis. Oh Gott, Scheiße, das ist bestimmt so ein Krabben-Garnelen-Ding. Ja. Irgendwie so ein komischer Keks. Kann ich auch nicht lesen, was das ist. Muss ich japanisch können. Jetzt habe ich einen kaputt gemacht. Ja. Reiscracker, anscheinend. Aber lassen sich sehr leicht zerdrücken. Das wollte ich jetzt nicht. Vorsichtig sein. Ach nein, eine Mini-Bottle. Guck mal, eine Mini-Bottle mit einer kleinen
kleinen süßen. Was ist das? Erdbeere? Ach, wie cool, da sind dann solche ganz kleinen. Ja, was ist das? Mensch, hier ist Streusel. Ja. Yeah. Streusel drin. Geil. Es war nur eine Frage der Zeit. Ach, viel, oh Gott, ja, Garnelen. Das ist auf jeden Fall Fisch. Jo, das sind Garnelensticks, ja. Da müssen wir nichts mehr zu sagen. Alter, das Ding ist noch mega voll. Was ist denn da los? Guck mal, da noch alle drin ist, ey. Was ist das denn? Oh, guck mal, ein kleines Schleckermaul-Junge, der sich freut, dass er diese komischen Kekse da isst. Das sind Kekse. Was zum Geier. Was ist das? Oh fuck, jetzt habe ich Angst. Irgendwas vom Schwein. Das sind so die kleinen Borsten-Dinger. Da hinten steht drauf. Guck mal. Du kannst eigentlich so essen, ne? Nimmst du raus, snackst du rein. Geil. Die kenne ich. Die kenne ich jetzt nicht aus dem Japanischen, aber sowas kenne ich. Das kann man jetzt schlecht sehen, ne? Warte, hier vielleicht noch genauer. Das sind solche Pastillen. Liebesperlen. Ne, Liebesperlen. Ja, oder so. Lol, noch eins. Da ist noch so einer drin. Da ist noch so ein Reiscracker. Ja, schon drei. Bam! Das sagt Fußball, ja, alles klar. Aha. Ein Panda mit Melonengeschmack. Und, oh, guck mal. Ein Rätsel, was man hier hinten machen kann. Hilf dem Panda aus dem Labyrinth. Was ist das denn? Okay, jetzt bin ich heillos überfragt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Auf der Rückseite ist ein Hund, der angezogen ist und ein Vogel und irgendjemand pflückt was vom Baum. Was ist denn das? Und ein Typ versucht gerade eine Oma mit dem Hammer zu erschlagen. Keine Ahnung. Noch ein Rice Crisp. Ja, noch ein Rice Crisp anscheinend. Ja. Ja, die stehen auf Reis, die Leute. Oh! Das kenne ich! Salzstangen, guck mal, Salzstangen. Salzstangen, sie heißen Poriki. Aber sie dachten, von der Geschmacksrichtung her sieht es komisch aus. Schaschlik oder was? Okay. Was ist das denn? Guck mal. Kirschen? Aber wenn ihr hier mal genau guckt, seht ihr das? Da ist so ein Zahnstocher bei, den kannst du so aufpieksen. Ich hätte jetzt gedacht, das sind Kaugummis. Ein Fjorschin. Keine Ahnung. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Könnte so ein Brausepulver sein. Das sieht so ein bisschen nach Center Shock mäßig. Diese, wie heißen die denn bei uns? Pop-Up-Dinger? Ja, guck mal, da sind so zwei verschiedene. Einmal so Crisps und einmal solche Pillen. Alter, voll die Drogen, oder was? Ume Minz, das kann man sogar lesen da oben. Ume Minz. Cool. Ach, oh, keine Ahnung. Oh, ein Hello Kitty Lolli. Hello Kitty. Warum weiß ich, dass es ein Lolli ist? Da ist ein Stiel, oh, da und da ist der Lolli. So, der ist auch so, nur so groß, ne? Also die Verpackung ist da ganz schön irreführend. Oh, Scheiße. Was heißt Wasabi Nori? Heißt das Wasabi übersetzt? Das ist doch ein... Das ist so ein Riegel. Kann man da unten sehen? Das ist so ein Riegel. Alter. Jetzt wird's lustig. Das ist ja dann... Fujija Home Pie. Das sind Kekse. Das fühle ich. Ja, das wird wohl so wie man es kennt, weil wenn ins Café geht und ein Cappuccino oder sowas trinkt, geht meistens so ein Keks dazu. Das werden solche Kekse sein. Alter, das hört nicht auf. Okay, gibt's davon noch mehr?
Mal gleich was. Ach ja, die, guck mal. Das sind zwei. Das sind die gleichen. Das ist Beschiss. Hier. Einmal, zwei Marshmallows. Zwei Marshmallows. Winnie Pooh und, keine Ahnung, Pac-Mans drogenabhängiger Schwesterbruder. Schwesterbruder. Oh, jetzt kommen wir zu was Leckerem. Hundefutter. Guck mal, kennt ihr von Pedigree diese Hunderiegel für gutes Gebiss? Das sind die. Garantiert ist das so ein Hunderiegel. Geil. Na, um das Ganze erträglich zu machen, gibt's jetzt einfach nochmal den leckeren Bourbon. Bourbon, natürlich. Aber es sind auch wieder solche zwei Kekse. Ja, zwei Kaffeekekse. Oh, so sweet. Alter, die sind steinhart. Alter, da wirst du mir jede Blombe raushauen. Zuckersterne sind das, glaube ich. Damit haust du dir jede Blombe raus. Egal, komm her. Nice. Ach, guck mal, Japan, sagst du? KitKat. Und für die, die Lust haben, da hinten noch ein kleines Rechenrätsel. Können sie Mathe machen, wegen unseren Snacken. Voll cool. Das sieht mir aber nicht nach dem normalen KitKat aus. Ich muss nachher gleich mal eben, wir gucken gleich mal eben in die Beschreibung rein. Was ist das? Bälle. Ach, okay. Ja, alles klar. Das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das sind solche kleinen Bällchen mit Schokofüllung. 1, 2, 3, 4. Vier Balls. Oh, Scheiße. Warum sind die ekligen... Oh, Gott. Das, was ihr da drum seht, das ist, ja, wie heißt das denn beim Sushi? Was ist denn das? Seetang? Nee. Doch, das ist Seetang, was da drum ist, oder nicht? Oder innen drin ist ein Crisp. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Guck mal. Wie ist voll so eine schmierige Schnecke oder sowas. Ist da weggeschmissen. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Fruchtgummi-Schneckenviech. Ja, geil. Was ist das denn? Da kann man gar nicht durchgucken, das ist schwarz. Entschuldigung. Das sieht aus wie so ein Center Shock. Das ist so ein dickes Kaugummi sein. Ohne Scheiß, wir müssen ein Let's Eat davon machen. Ey. Das ist ja, das will ja jeder sehen. Biss. Biss, Milchkakao. Und das wird so ein Biskuit, das wird einfach so ein Stück Schokolade sein. Das weiß ich! Pikachu! Was ist das denn? Ein Pikachu ist hier drin. Voll hart. Was ist das denn? Was ist das? LOL! Guck mal, hab ich von einer Seite gesehen. Das ist ein Hamster. Was ist das denn? Ah, Hamster. Hamster in Hamster. Lecker. Und das letzte, okay, das sieht doch human aus. Fühlt sich sau eklig an, aber das ist so eine, guck mal, siehst du oben schon, das ist so eine Cola-Stange. Alter, hier ist die voll dick. Okay. Sollen wir mal eben gucken? Wir gucken mal eben. Kinako Mochi. Ich würde das mal durchgehen und ich packe das dann wieder in die Hülle ein. Also das hier ist Kinako Mochi, Round Shaped Fluffy Rice Cracker, Roasted Soybean Flavor, ein Sojabohnen, okay. Kommt vielleicht so rein. Biss ist Tirol Choco, Tirol? Tirol oder was? Chocolate with Biscuit. Biscuit. Wo ist Pikachu? Da, Pikachu. Pokémon Chewing Gum, das ist einfach ein Kaugummi. Ach, das ist so Hubba Bubba mäßig. Ah, okay. Avada Kedavra, Cider Candy, keine Ahnung. I don't know, because I'm not, oh, hier ist er. Unimochi, Rice Cracker, Sea Urchin, Seegurke. Sea Urchin ist Seegurke, oder nicht? Alter, da müsst ihr aber das Video liken, dass ich das mache. Ey. Markengummi, das ist diese Schnecke.
Mini Rock Paper Scissor Shape Gummy. Was? LOL, das ist gar keine Schnecke. Das ist das Schere-Zeichen von Schere, Stein, Papier. Das Gummiding müsst ihr euch wegdenken. Was ist das denn? Was ist denn das? Das kann ich erkennen, wir machen einen weiter. Ja, das ist verständlich. Das ist Ebisen Brown Salt Crisps. Ja, das werden Garnelenchips sein, die kennt man ja. Ich halte euch das Bild einfach rein, ihr kennt das ja, ne? Nigi Nigi Oishi Yasan. Natürlich, hätte ich auch gesagt. Sushi Shaped Gummy Candies, Banana, Plum, Pflaume, Lemon, Apricot and Soda Flower. Naja, bastel dir dein eigenes Sushi. Wo ist er? Wo ist der Fisch? Ich hab den Biscuitfisch. Puku Puku Thai. Natürlich. Fish Shaped Airy Chocolate with Wafer Cake Shell. Ja, also Schokolade. Diese fluffige Schokolade und dann zusammen mit einem Keks. Charlotte Perro. Lollipop with Cider Powder. Thank you so much for your order, sehe ich gerade. Please like our Facebook. Nein. Was ist das? Das ist dieser komische hier. Das ist Pac-Mans Bruder auf Crack. Shoko Daihoku. Marshmallow filled with chocolate. Ach du Scheiße. Dann haben wir hier. Oh, ach, komm, das sind doch alles Reiscracker, oder? Da kannst du mir nicht erzählen, dass das keine sind. Ja, Moment, sind aber andere. Warte, ich muss gucken. 1, 2, 3, 4, doch, wir nehmen jetzt einfach alle. Das sind jetzt die Reiscracker hier. Corn Snack, Cinnamon Apple und Prawn Mayonnaise, was? Und das andere? Takoyaki, Sugar Rusk. Ach du Scheiße. So, Home Pie, wo ist der denn geblieben? Hä, doch gerade. Home Pie? Ja, Home Pie. Da steht nur Home Pie. Ja, das sind Kekse halt, ne? Hä, ich will mich voll durchwühlen, dass ich doch das Richtige erinnert habe. Was ist das denn? Das sind diese komischen kleinen Zuckerwürfel hier. Da, ja, das ist Corn Paito, Flower Shape, Sugar Candy. Natürlich, war ja klar. Oh Gott, Fugashi. Nee, was ist denn? Das ist Fugashi. Fugashi, das ist dieser komische Kackhaufen. Brown Sugar Fluffy Dried Wheat Sweets. Okay, aber Zucker, das klingt eigentlich gar nicht so kacke. Oh Scheiße, ist dieser Wasabi-Junge. Oh Scheiße. Wasabi Noritaro, made from minced fish and seaweed with wasabi flavor. Scheiße. Ey, das ist ein Müsli-Riegel mit Fisch. Was? Seetang, Seaweed mit Wasabi. Weg. Nein, alles gut. Winnie Pooh. Da. Winnie Pooh, Winnie the Pooh Marshmallow. Also ganz normal, nichts Besonderes. Hello Kitty Lollipop. Peach Flavor, Pfirsichgeschmack. Cool, ich mag Pfirsich. Melon Pandaro, Melon Butter Flavor Biscuit. Melonenbutter? Melone. Melone ist cool. Wo sind die schwulen Hasen? Da sind die komischen Hasen. Da, die Hasen. Capiramune, Little Round Shaped Ramon Candy, quickly dissolved in one's mouth. Orange, Lemon and Strawberry. Ach, die schmelzen schnell. Ja, ja. Wie Crystal Meth. Ach, hier, das ist das scharfe Zeug. Wo ist das denn hin? Hab ich auch gerade gesehen. Da. Das hier. Patschi, patschi, patschi. Pachi Pachi Panic Cola heißt das. Cola Popping Candies mixed with Ramon Fizzy Tablets. They start to fizz as soon as when they dissolve in one's mouth. Okay, ja, das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie heißen das? Pop? Wie heißt denn dieser, ihr wisst, was ich meine. Ja, wie noch stärker. Diese Pop Candy Dinger, die auch im Mund so knistern. Naja, egal. So, dann haben wir die hier. Umaitama. Mini Cream Puffs Counten Calcium. Ja, Gesundheit. Dann haben wir den Frosch. Was sagt der Frosch denn? Cabbage Taro. Ja, garbage. Balls of Corn Snack flavored with small pieces of seaweed and Japanese brown sauce. Oh, Scheiße. Die sehen auch scheiß eklig aus. LOL.
Crispy Noodles. Das sind Nudeln. Aha. Oh, jetzt kommt der, jetzt kommt das hier. Das, wo der Typ mit dem Hammer die Oma erschlägt. Was ist das? Rice Cracker. Gut, sei Dank. Ume Minz, haben wir schon mal. Plum, Pflaume, Flavored Mini Candies. Naja, gut. Pflaume ist jetzt nicht so meins, aber okay. Ist noch einiges da. Es ist, glaube ich, gar nicht alles hier aufgelistet. Dann wird's interessant. Poriki, wo haben wir es denn? Da, Poriki. Das kennt ihr? Brezeln mit Barbecue. Ja, habe ich gar nicht so schlecht gedacht. Also, Salzgebäck, das sind Salzstangen mit Barbecue-Geschmack. So. Mini KitKat, ja, das wüsste ich auch. Was zum Geier. Die Mini KitKats hier, da steht Matcha-Flavor. Was ist das? Und die sind grün. Alter, was ist das? Grüner Tee oder was? Weg doch nicht. Potato Fry. Chicken Flavored Potato Crisp. Was? Wie geil. Chips, die nach Hähnchen schmecken. Immer geil. Und Choco. Und Choco? Alter. Oh, Japan, ey. Komm, ohne Scheiß, weiß. Pass auf, warte. Moment, ich muss es euch vorlesen. Und dann zeige ich es euch. Das ist Hammer, ey. Also das ist wirklich, das gibt's nur in Japan. Uno Choco, das ist der Hamster hier. Animal Poo Shaped Chocolate. Surprise, which animal you will receive. So, das ist das Animal, Hamster. Jetzt habe ich gesehen, hier hinten, an seinem Pürzel, da ist die Öffnung. Und dann scheißt der die Schokolade raus. Oh ja, ist klar. Crayon Shinchan. Chocobee Ramun. Ramun Choco Cocoa Flavor. Das sind diese. Ja, wenn ihr Shinchan kennt, dann wisst ihr auch, dass er diese Kekse da frisst, diese Sterne. Und dann geht er voll drauf ab. Ich glaube, das sind die. Hier ist noch eine. Ah, das Hundefutter. Ne, erinnert ihr euch das Hundefutter? Chimie. Choco Corn, Corn Snack soaked into chocolate. Okay. Klingt ja ganz human. So, jetzt haben wir ein Problem. Ist das das? Ja, das ist das. Hab's gefunden. Ume no Kamaki, Rice Cracker, Soya Seeds and Plum Flavor with Seaweed. Oh, scheiße, Pflaume schon wieder, ey. Ich habe jetzt hier noch 4 Sachen, aber nur 2, die ich abgebildet sehe. Crazy. Nein, alles gut. Dann haben wir hier die hier. Sakurambo Mochi. Chewy Flavored Candy made from Rice Cake. Was? Rice Cake? Reiskuchen? Okay. Klingt cool. Und Sour Pepper Candy. Long Sour Pepper Candy. Cola Geschmack. Ja gut, den Rest kann ich mir selbst erklären, da brauche ich den Zettel nicht für. Das sind solche Erdbeertoffees, ne? Erdbeerperlen und das sind nochmal Cracker. Schluck auf! Ja! Das ist die Surprise Japan Essen Box. Wenn ihr möchtet, dass ich dazu ein Let's Eat mache, dann hämmert den Like-Button durch. Nein, alles gut. Let's Eat würde mich auf jeden Fall reizen. Weiß ich nicht, ob ich alles machen würde. Ich habe gesagt, ich bringe auf jeden Fall meiner Schwester noch ein, zwei Sachen vorbei. Die werde ich dann mitnehmen. Wahrscheinlich, ja, ist ja komisch. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ich werde die mal probieren und dann muss ich dann was wahrscheinlich nochmal aufnehmen, ne? Wenn ihr das möchtet. Weiß ich ja nicht, ob ihr das wollt. Wenn ihr es nicht wollt, weiß ich auch nicht. Naja. Müsst ihr sagen. Also in dem Sinne, ich zeige euch nochmal diesen schönen Zettel hier. Die Mama könnte das nochmal gucken. Warte, ich stehe sogar auf für euch. Guck mal, seht ihr das? Guck mal, eine schöne Wand da hinten. So. Wenn ihr das lesen wollt, macht einfach Stopp. Keine Ahnung, ich spule hier einfach durch. Und dann gucken wir, ob wir ein Let's Eat davon machen. Könnte ja was sein, ne?
Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.